Was wollt ihr? So. Abscheuliches Scheinbild mit Blick so kalt. Sie töteten Islaine mit meiner Gestalt. Okay, das klingt auch ziemlich schlimm, ja. Wenn seine eigene Frau von einem Doppelgänger getötet wurde, der aussieht wie er selber. Ist das schon ziemlich übel. Gut. Sparring Dummies, hä? Ja. Au. Ich hab was vergessen. Achtung. Fallen. Nicht nur ein paar Fallen, sondern sehr viele Fallen. So, dann gucken wir uns die Sparring Dummies mal an. Die können wir nämlich plündern. Was sehr viele Pfeile bringt. So. Zudem können wir hintergehen. Meisterstärke. Elastische Kugel, Verteidigungskoordination, Schutz vor Blitzen. Meisterstärke. Bringt uns alles nicht so viel. Und noch viel, viel mehr Tränke. Ja, gut. Ja? Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Okay, Tränke sagst du mal ein. Nebenbei Tränke, du kannst gleich mal hier einen nachfüllen. Und guckt euch das an, was wir da an Heiltränken haben. Also. Ja. Geben wir davon gleich mal immerhin auch einen zu trinken. Mhm. Gut, gut. Das sind nicht identifizierte Pfeile. Nicht identifizierbare Pfeile, so. Säure und Feuer und Eispfeile. Und die Kugel, kannst du die? Nein, die hat auch nicht geklappt. Schade. Und Pfeile plus 1. Heißt ein Säurepfeil, so. Dann Feuerpfeil. Dann die Pfeile plus 1 loswerden. Und ja, wir haben viel zu viele Pfeile. Mich kümmert, ich hab genug so. Davon. Jetzt können wir gerade leider nicht speichern. Deswegen schieße ich jetzt einfach mal auf den Sparmix-Dummy. Fürnobel, mein Sohn. Tauscht euren Bogen gegen eine Flüte und spielt etwas Trauriges für euren Vater. Ich bitte euch. So, wir suchen jetzt wieder das Weite. Was? Warum zögert ihr, mein Kind? Hinter diesem Bart versteckt sich das Gesicht eures Vaters. Beinahe unter meiner Würde. Ich hab genug davon. Ah, Feuer über eurem Vater, Zwergling. Bringt mich nicht zum Lachen. So. Ich bin schon erledigt. Normalerweise sollte jetzt auch wieder die Tür zugehen. Ja. Aber bei dem scheint sie nicht zugehen zu wollen. So, weg mit dir. Was wollt ihr? Das ist mein Ort. Ja? Was wollt ihr? Mich kümmern, ich verschwinde jetzt. Und das hier ist die grüne Giftwolke, die ich meinte. Die hatten wir, glaube ich, vorher schon. Vorhin das Gelbe war die Todeswolke. So, was haben wir hier drin stehen? Mit leichtem Schritt und ohne Gefühl, der Doppelgänger beendete meines Sohnes Spiel. Das klingt echt so hart, ey. Ihr habt eine Aufgabe. Nein, Talisa, du bist nicht immun gegen Gifte. Wir warten jetzt schön darauf, dass die das Ding abklingt, was es jetzt gerade tun sollte, dem Geräusch nach. Genau. So, dann schießen wir auf die anderen beiden Sparrings-Dummies. So, der hat dieses Tor geöffnet. So. Und der letzte
Genau, der macht in Verbindung mit dem Schlüsselstein, den wir noch haben, macht der nämlich dieses Tor auf. Was wollt ihr? Genau so war das. Wir müssen nämlich in beiden Räumen was lösen, dass hier die Tür weiter aufgeht. Soweit hatte ich das noch in Erinnerung. Ich wusste nur nicht mehr, welches der beiden, welches der Schlüsselstein und welches der Statuenes war. Der Dummies. Ich wusste nur, dass ich schon viel Zeit hier unten verbracht habe. Vor allem in dieser Ebene. Das ist die richtige Mindfuck-Ebene. Was wollt ihr? So. Ich hab genug davon. Zwei Geheimtüren sind schön und gut. Man kann es ja mal versuchen. Ja? Hier lang. Hier scheint ein Toter zu liegen und mehr scheint es hier nicht zu geben, außer einen Helm. Was? Beinahe unter meiner Würde. Bevor ich mich aber diesem Helm zuwende, bringe ich alle meine Gruppenmitglieder nach da oben. Ja, gut. Was ich schon erledigt. Und zwar in Sicherheit. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, für die Gruppe. Ich tue mein Bestes. Ihr habt für die Gruppe. So. Du bist hier lang. Du nach da hinten in die Ecke. Wir eins auf die Dienerin. Denn jetzt, wenn ich hier den Helm aufnehme. Haben sich Türen geöffnet. Kim, mein Erstgeborener, warum seid ihr ständig so ernst? Kommt von diesem Thron herunter und vergnügt euch ein wenig mit eurer Familie. So, während das ja, passiert. Oh, allgegenwärtige Autoritätsperson. Ihr und ich, wir haben uns hier eine Festung gebaut, mein Sohn. Der Schatz ist sicher und der Clan wird stärker. Warum also immer noch so wachsam? Na. Okay, der ist nicht der echte. So. Zwergenfleisch. Wenn ihr kämpfen möchtet, dann lasst uns kämpfen, damit wir das erledigt haben. Genau, der verwandelt sich nämlich jetzt auch in einen Doppelgänger. Und die gesamten Räumlichkeiten werden geflutet mit Gift und Tod. Deswegen habe ich jetzt so schnell wie möglich die beiden Tränke getrunken. So. Was wollt ihr? Gut. Weil da unten sind noch zwei Doppelgänger, wie man sehen kann, an zwei verschiedenen Farben. Und die nehmen jetzt erst einmal schön viel Schaden durch die Todeswolke. Während ich darauf warte, dass das beides abklingt. Die Giftwolken hier oben, die machen uns einfach nur bewusstlos. Oh, und Immun hat ein Level up. Eine Stufe höher, letztes Level. 20 Punkte. Wie hoch ist eigentlich das Maximum, wo ich das steigern kann? Nee, übertreiben wir es auch nicht. Ich mache mal 110% und den Rest mache ich in List. Das kann nicht schaden. So, das heißt, Talisa hat ihr Maximum erreicht. Khalid noch nicht und Minsk auch noch nicht. Yahira hat es erreicht. Imoen ist kurz davor. Nur noch Dünner hier steht etwas zurück. So, ich warte darauf, dass die ganzen Todeswolken nachlassen. Also ja, Talisa müsste das wirklich erreicht haben. Macht 131.000. Ja, macht 161.000. Und ja, wie ich es versprochen habe, das Add-on reicht vollkommen aus, um diese... Wow, ein Doppelgänger ist gestorben. Ihr braucht... Ich tue mein Bestes. Oh. Wir sollten warten, bis alle wach sind. Oh, ich bin wirklich... Und dann zuschlagen. Dies ist meine Wand. Und tot ist er. Und ja, die Doppelgänger sind mittlerweile egal an Erfahrungspunkten. Wir hätten sogar damals im Werwolfsgebiet die Sirene verschonen können. Ist.
aber das haben wir ja nicht getan. Ja, nichts leichter als das. So, gut. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Immerhin, du gehst jetzt mal weiter schauen. Schnellspeichern haben wir gemacht. Erstmal in diesen Raum hier. Oh ja, das ist der Mindfuck-Raum Nummer Uno. Das hier ist nämlich der Kontrollraum. Hier sehen wir Schalter, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 11 Stück, die 11 verschiedene Türen öffnen oder schließen. Wenn ich also mal einen drücke, wurde eine Türe geschlossen. Also jeder Schalter kann einzeln gedrückt werden. Ich habe eine Türe geöffnet. Ich habe eine Türe geschlossen. Ich habe sie wieder geöffnet. Ich habe noch eine geöffnet, die hier gerade. Ich habe noch eine geöffnet. Ich habe eine geschlossen, die da oben. Jetzt habe ich sie wieder geöffnet, gut. Jetzt habe ich die hier geschlossen, okay. Das war falsch. Nein, ich habe eine geschlossen. Geöffnet. Geschlossen. Geöffnet. Noch eine geöffnet. Geschlossen. Geöffnet. Geschlossen. Geöffnet. Gut. Wir könnten theoretisch jetzt in dieser Richtung weitergehen. Aber erst einmal sehen wir hier wieder eine Leiche. Das ist wirklich ein Detail, worauf man hier in diesem Dungeon echt achten muss. Aber ich zeige euch das gerne noch, was hier drüben lauert. Weil der richtige Weg ist auf jeden Fall hier drüben weiter. Ich bin ganz wie befohlen. Das hier ist eigentlich der falsche Weg, den wir gehen. Ich verschwinde jetzt. Also hier rüber können wir nochmal herkommen, natürlich. Und zwar ist das hier, soweit ich ja genau jetzt in Erinnerung habe, ist hier Durlaks Spielzimmer, sein Trophäenraum. Voll mit Fallen. So. Und hier gab es auch nichts, soweit ich weiß. Der Raum war also total sinnlos, außer dass er pompös aussieht. Hier der kleine Raum. Voller Lindwürmer übrigens. Aber die Tür hier ist, glaube ich, verschlossen. Ja, okay, ich könnte sie von jetzt theoretisch öffnen, aber das will ich nicht. Auf der Seite geht es nämlich eigentlich, von der Seite müssten wir eigentlich kommen, wenn ich es noch in Erinnerung habe. Deswegen gehen wir jetzt zurück zur Gruppe. Und gucken hier oben weiter. Das ist nämlich der eigentliche Weg weiter, soweit ich es in Erinnerung habe. So. Noch ein Quicksave. Und genau, hier sind Fallen. Was liegt hier nochmal? Ach ja, der Kelch. Kostet meine Furcht. Na, dieser Kelch birgt nichts Gutes. Können wir ihn so identifizieren? Nein, können wir nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht unbedingt einen Trank verschwenden, und rasten kann ich ja, wie gesagt, hier nicht. Deswegen gehe ich zu dir. Habe ich irgendwas, was zu wem anders kann? Ich könnte ja mal die Tränke, den einen Trank, Stack Heiltränke aufbrauchen. So. Gut. Wir haben ja mehr als genug noch von denen. Ist ja nicht so, als ob jeder von den Vieren... Oh, Minsk braucht einen Heiltrank. Da habe ich wohl einen Fehler gemacht. So. Ist ja nicht so, als ob jeder von denen noch einen vollen Stack hat. Und ja, hier noch zwei Stück. Und dann noch Heiltränke, Genesungstränke. Gut, ich würde sagen, bevor wir hier in dieser...
Ja, man sieht schon Hackflöcke, diese Streckräder, Streckbänke, Käfige, das ist eine Folterkammer. Bevor wir in dieser Folterkammer weitergucken, speichere ich erstmal. Speichern, LP042. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder in diesem Irrenhaus. Bis gleich.